wie das Lineup von G2 Esports nächstes Jahr aussehen könnte, wer ins Worlds Final gekommen ist und wie es beim Prime Supercup aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Moin Leute, herzlich willkommen zu den LoL News. Mein Name ist Basti und wie immer starten wir sofort rein in die erste News. Und dort schauen wir auf G2 Esports, genauer gesagt auf die AD Carry Position. G2 Esports und ein besonderer AD Carry wurden nämlich durch Gerüchte in Verbindung gebracht, und zwar der gute Hans Sammer. Der soll den Gerüchten zufolge nächstes Jahr bei G2 Esports spielen. Hans Sammer war ja dieses vergangene Jahr noch in NA, bei Team Liquid hatte er aber ein ziemlich enttäuschendes Jahr. Team Liquid war ein absolutes Superteam mit Hans Sammer und Core JJ auf der Botlane, mit Vipo, mit Björks, also das war wirklich ein Hammer-Team. Die haben es aber nicht mal geschafft, zu den Worlds zu fahren, und alles in allem war es ein sehr enttäuschendes Jahr. Jetzt möchte Hans Sammer scheinbar wieder zurück nach EU kommen, und es gab sehr viele Teams, die scheinbar Interesse an ihm hatten. Sowohl Mad Lions, als auch Team BDS, als auch einen SK Gaming, aber auch sehr vielversprechende Kandidaten wie einen Fnatic, einen Vitality B oder eben ein G2 Esports. Und wenn man der Quelle glauben darf, so rum, soll es jetzt am Ende G2 Esports geworden sein, was ich persönlich wahnsinnig spannend finde, denn Caps ist ja sowieso schon seit 2019 im Lineup von G2 Esports und mittlerweile der einzige, der aus diesem Lineup, das G2 Esports in die Worlds Final gebracht hat, noch am Start ist. Hans Sammer war für mich immer der AD Carry, der den Spielstil von Caps in der Mitte am besten gematcht hat. In den Jahren, wo Caps und Reckless zusammengespielt hat, war es für mich immer so ein zweischneidiges Schwert. Caps war derjenige, der in der Mitte sau aggressiv nach vorne gespielt hat, und Reckless war eher derjenige, der ein bisschen gechillt hat, der defensiver gespielt hat, mehr auf seine KDA geguckt hat. Sowas kann funktionieren, aber ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn sowohl Midlane als auch AD Carry einfach massiv nach vorne spielen und absolut Skill checken. Ich persönlich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das neue Lineup von G2 werden würde. Der jetzige AD Carry Flucket von G2 müsste dementsprechend dann weichen. Sein Vertrag geht zwar noch bis 2024, er hat aber vor kurzem einen Exploring My Options Tweet gemacht, das heißt, dass er schaut, was für andere Optionen er hat. Das ist in der E-Sports-Bubble relativ normal, dass Spieler zum Anfang der Offseason so einen Tweet machen, um einfach zu gucken, was haben sie noch für Optionen. Hans Sammer zu G2 Esports ist allerdings nicht das einzige Gerücht. Es soll auch so sein, dass Odo Amner, der Toplaner von Rogue, die ja im nächsten Jahr nicht mehr Rogue heißen, sondern eine Partnerschaft mit Koi eingehen, nicht mehr für Rogue oder dann Koi spielen wird. Dieser soll durch Shigenda, der aktuelle Toplaner von Vitality B, ersetzt werden. Finde ich persönlich fast ein bisschen schade. Odo Amner, der ja nach so vielen Jahren endlich die LEC gewonnen hatte und mit Rogue als einziges EU-Team aus der Gruppenphase rausgekommen ist, bräuchte dann logischerweise ein neues Zuhause. Damit schauen wir natürlich noch auf die Worlds. Am vergangenen Wochenende wurden nämlich die Halbfinalpartien ausgespielt. Als erstes T1 gegen JD Gaming, und das war für mich fast schon das vorgezogene Finale. Game Nummer 1 war alleine schon unfassbar spannend. Am Ende mit dem etwas besseren Ausgang für JD Gaming, obwohl T1 in der 36. Minute deren Hyper-Carry Aphelios gecatcht hat, hat JDG den Fight aber im 4 gegen 5 geholt und am Ende doch noch das Game gewonnen. Damit haben sie aber einfach nur T1 und Faker wütend gemacht. Dieser hat im zweiten Game einfach mal seinen Signature-Pick Ryze ausgewählt und damit das Game auch ziemlich gut gecarried. Zusammen mit Gumayushi und vor allem Kyria, der eine gesamte Series komplett gesmurft hat, hat T1 das Game 2 dann relativ souverän, aber auch sehr, sehr spannend gewonnen. Game 3 war dann nochmal richtig spannend. Das gesamte Game über gab es kaum einen Goldlead für JDG oder T1. Und am Ende konnte sich T1 ganz knapp durchsetzen und war dementsprechend 2-1 vorne. Game 4 wiederum war dann aber tatsächlich ziemlich eindeutig. T1 hat ein Game gebraucht, um sich zu akklimatisieren, ist dann von Spiel zu Spiel stärker geworden, und diese Dominanz hat man dann in Game 4 wirklich gemerkt. Das war dann eine eindeutige Geschichte, und damit ist T1 zum ersten Mal seit 2017, vor allem auch Faker zum ersten Mal seit 2017, wieder im Worlds Final. Im zweiten Halbfinale hat dann DRX gegen Gen.G gespielt. Gen.G war dabei der relativ klare Favorit. Als Summer-Split-Sieger der LCK haben sie sich auch das erste Game relativ solide holen können. Im zweiten Game war es dann ein bisschen knifflig. Sie waren zwischenzeitlich ganz gut vorne, bis zu 4000 Gold, haben dann aber hier und da Picks abgegeben, und damit hat es die DRX zurück ins Game geschafft und am Ende auch Game 2 für sich geholt und konnte ausgleichen. Game 3 war dann sogar ziemlich clean für DRX. Sie waren damit also 2-1 vorne. Und in Game 4 hat sich Pina das ein oder andere Mal catchen lassen, auch davor schon in der Series, was am Ende dafür gesorgt hat, dass DRX nicht nur die Soul, sondern auch den Baron bekommen hat, und das wiederum hat dafür gesorgt, dass DRX tatsächlich 3-1 gegen Gen.G gewonnen hat. Die haben ja sowieso schon einen phänomenalen Run aus der Play-In-Phase bis ins Halbfinale gestartet und sind jetzt wirklich im Finale, wo sie dann jetzt am Sonntagmorgen um 1 Uhr auf Faker und T1 treffen werden. Für mich dabei natürlich eigentlich der klare Favorit T1. Guma und Kiwi auf der Botlane sehen absolut insane aus, und auch Faker muss man, denke ich, nicht viel zu sagen. Das Problem hierbei ist aber, dass DRX
über dieses Turnier hinweg bereits schon so häufig ja, schlecht geredet wurde oder dass nicht an sie geglaubt wurde und jetzt sind sie im Worlds Final. Also ich bin sehr gespannt, was in diesem Finale passieren wird. Es ist das erste Mal seit 2017, dass Faker wieder am Start ist. 2017 war für mich persönlich auch mein erstes Worlds Final mit Legends Never Die als Song, mit diesem Elder Drake, der ins Stadion geflogen ist. Ich bin einfach nur absolut gehypt auf das Finale. Kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen, aber ich denke, das guckt eh jeder von euch. Wenn nicht, seid ihr sowieso lost. Also Leute, 1 Uhr oder ihr habt einen normalen Schlafmodus. Das geht auch. 1 Uhr am Sonntag, morgen, also Samstagnacht quasi, auf jeden Fall einschalten. Damit schauen wir natürlich auch nochmal auf den Prime Supercup. Dort hat es in der letzten Woche nämlich die letzten K.O.-Spiele gegeben und dort gab es eine ziemlich große Überraschung. Schalke 04 hat nämlich gegen die Kaufland Hangnails verloren, also ein First-Div-Team gegen ein Div-3-Team verloren. Das allein war schon eine ziemlich krasse Überraschung, aber am Dienstag gab es noch ein Spiel, nämlich Big gegen Gamer Legion und das war wirklich unglaublich spannend. Big hatte ein phänomenales Comeback und ist dementsprechend genauso weitergekommen. Jetzt gerade, also quasi schon vor einer Stunde um 17 Uhr, gibt es die letzten Spiele, nämlich SK Gaming gegen Eintracht Spandau und eSports Rhein-Neckar-Ruhr gegen Hertha BSC. Damit war es mit den LoL News für diese Woche. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut, haut rein, wir sehen uns. Ciao, ciao.